Wie erzeugt man flüssige Luft? Flüssige Luft wurde zum ersten Mal von Herrn Linde Ende des 19. Jahrhunderts erzeugt. Und man kann diese technische Neuerung gar nicht hoch genug bewerten, denn mit der Erzeugung von flüssiger Luft hatte man Zugang zu großen Mengen an reinem Sauerstoff, an reinem Stickstoff und an reinen Edelgasen. Außerdem hatte man ein Medium, was sich sehr gut zum Kühlen eignet und auch sehr gut zur Lagerung von großen Mengen Gas eignet. Aber wie erzeugt man flüssige Luft? Dies geschieht mit dem von Joule und Thomson gefundenen Effekt der Isenthalpendrosselung. Joule und Thomson haben folgendes Experiment durchgeführt. Sie haben ein Gas bei hohem Druck durch eine Düse gepresst. Der hohe Druck ist der Druck P1. Hinter der Düse, die auch eine Frette sein kann, ist der Druck P2. Und bei dieser Drosselung von hohem Druck auf tiefen Druck ändert sich die Temperatur des Gases in der Regel um einen kleinen Betrag. Die Temperatur kann zunehmen, kann abnehmen. Das hängt von der Gasart und von der Temperatur ab. Und die Quantifizierung dieses Effektes ist der Joule-Thomson-Koeffizient, die Änderung der Temperatur mit dem Druck. Man kann diesen Koeffizienten abschätzen aus den van der Waalschen Gaskonstanten. Es ist 2a durch RT minus b durch Wärmekapazität Cp. Eine wichtige Temperatur, die für jedes Gas ein Charakteristikum ist, ist die Inversionstemperatur, 2a durch RB. Wenn wir bei Temperaturen niedriger als die Inversionstemperatur unser Experiment starten, dann wird nach der Kompression das Gas kälter. Es wird sich abkühlen. Wenn wir bei einer Temperatur oberhalb der Inversionstemperatur mit dem gleichen Gas starten, wird nach der Kompression, Entschuldigung, nach der Entspannung das Gas wärmer werden. Das Gas wird sich erwärmen. Die Effekte sind nicht sehr groß und werden, wie gesagt, durch den Joule-Thomson-Koeffizient quantifiziert. Bei CO2 zum Beispiel haben wir einen Joule-Thomson-Koeffizienten von 1,1 Kelvin pro Bar. Positives Vorzeichen heißt, dass Druck und Temperatur in gleiche Richtung sich verändern. Wenn der Druck von 2 Bar auf 1 Bar abfällt, dann nimmt die Temperatur von Raumtemperatur auf 1 Grad weniger ab. Stickstoff und auch Luft haben einen deutlich kleineren Joule-Thomson-Koeffizienten, nämlich nur von 1/4 Grad. Sie nehmen Luft, lassen diese entspannen von 2 Bar auf 1 Bar, Temperatur nimmt gerade mal um 1/4 Grad ab. Bei Wasserstoff und bei Helium ist es so, dass die Inversionstemperatur in dieser Gase unterhalb Raumtemperatur liegt. Und das heißt, diese Gase erwärmen sich beim Drosseln. Allerdings ist der Effekt noch kleiner. Das sind also 0,03 oder 0,06 Grad pro Bar. Wenn wir diese Gase verflüssigen wollen, dann müssen wir sie zunächst mal unter die Inversionstemperatur abkühlen und dann erst können wir den Joule-Thomson-Effekt anwenden, in sinnvoller Weise. Der Joule-Thomson-Effekt ist ein sehr kleiner Effekt, unter einem Kelvin pro Bar. Und es hat 30 bis 40 Jahre gedauert, bis Herr Linde aus diesem Effekt ein Verfahren entwickelt hat, um Luft zu verflüssigen. Energetisch gesehen sind hier drei Teileffekte wirksam, die den gesamten Effekt ausmachen. Wir haben zunächst mal eine Kompression eines Gases beim Druck P1. Dadurch wird die Energie des Gases erhöht. Dieser Effekt führt zu einer Erwärmung. Dann leistet das Gas Arbeit bei P2. Dieser Effekt führt zu einer Abkühlung. Und außerdem
mit ein nicht ideales Gas bei einer Entspannung weiter voneinander entfernt. Und das heißt, die potenzielle Energie steigt, die kinetische Energie muss sinken. Auch dieser Effekt führt zu einer Abkühlung. Je nachdem, welcher dieser drei Effekte die Oberhand hat, wird das Gas sich abkühlen oder erwärmen oder, wenn sich die Effekte genau die Waage halten, die Temperatur beibehalten. Am Inversionspunkt, wenn T gleich Ti ist, ist der Joule-Thomson-Koeffizient gleich 0. Da gleichen sich diese Effekte gerade aus. Bei Temperaturen unterhalb der Inversionstemperatur wird der Joule-Thomson-Koeffizient positiv, das heißt eine Drosselung führt zu einer Abkühlung, oberhalb der Inversionstemperatur führt eine Drosselung zu einer Erwärmung. Wenn wir Luft um ein Bar drosseln, haben wir nur eine Abkühlung von etwa 0,25 Grad. Die Idee von Linde war, dass wir Luft nicht um 1 Bar drosseln, sondern um 200 Bar drosseln. Wenn wir Luft erstmal auf 200 Bar verdichten, wird sie sehr heiß. Wir kühlen sie dann mit Wasser auf Raumtemperatur ab und lassen jetzt die 200 Bar komprimierte Luft von Raumtemperatur auf 1 Bar, entspannen. Dabei wird nach Joule-Thomson 200 mal 0,25, also etwa 50 Grad Temperaturabnahme zu verzeichnen sein. Wir kommen von Raumtemperatur auf minus 25 Grad. Diese minus 25 Grad kalte Luft dient jetzt dazu, die nachströmende auf 200 Bar komprimierte Luft auf minus 25 Grad vorzukühlen. Wenn wir wieder entspannen, erreichen wir wieder 50 Grad weniger Temperatur und wenn wir so mehrfach im Kreis fahren, irgendwann erreichen wir den Kondensationspunkt der Luft von etwa minus 200 Grad Celsius. So erreicht man flüssige Luft und dieses Verfahren ist heutzutage so ausgereizt, dass 1 Liter flüssige Luft weniger als 1 Euro in der Produktion kostet. Flüssige Luft wird verwendet, um die Luftbestandteile in großer Menge und großer Reinheit zu erhalten, durch Destillation, um eine Kältequelle zu haben, etwa für Samenbanken oder für die Vereisung von Kunststoffen und um Gase in großen Mengen zu lagern, eben als Flüssiggas. Sie merken sich bitte, dass der Joule-Thomson-Effekt ein kleiner Effekt ist. Beim Drosseln eines Gases ändert sich die Temperatur. Je nachdem, ob wir oberhalb oder unterhalb der Inversionstemperatur sind, kühlt sich das Gas ab oder erwärmt sich.